Hallo da draußen. Viele Leute fragen uns immer danach, wie wir Karten legen, ne? Da logischerweise, wir unterrichten ja auch das Kartenlegen. Und ich würde euch heute gerne mal einen ganz kurzen Einblick darin geben, wie ich an eine Kartenlegung herangehe. Dafür werde ich mit dem kleinen Kreuz arbeiten, eine sehr beliebte Legung, die ihr auch unter anderem in den Büchern von Hajo Banzhaf nachlesen könnt, der, glaube ich, diese Legung sehr populär gemacht hat. Das kleine Kreuz, das kannst du für alle möglichen Fragestellungen legen, die ich persönlich am besten finde, nämlich dafür, was ist zu tun, um etwas zu erreichen? Ich glaube, das ist sowieso die allerbeste Fragestellung und dafür brauchst du nichts weiter als vier Karten. Und ich werde jetzt einfach mal an eine Frage denken. Ich habe gerade ein persönliches Problem, wo es darum geht, wie ich mit einer Person, an die ich jetzt gerade denke, agieren soll, um ja, einfach da etwas nicht zu befrieden unbedingt, sondern zur Ruhe zu kommen. Und du merkst, während ich jetzt hier rede, denke ich nochmal über die Fragestellung nach. Das solltest du auch tun, während du zum Beispiel die Karten mischst. So mache ich das immer. Und dann diese Frage, die du jetzt dadurch formulierst, dass du darüber nachdenkst, vielleicht auch niederschreiben, bevor du die Karten ziehst, weil du dann die besseren Resultate haben wirst. Wenn du jetzt diese Frage dir nicht aufschreibst, gerade wenn du Anfänger bist, dann kann es sein, dass du dann Karten ziehst, die dir überhaupt nicht in den Kram passen und dann hast du auf einmal deine Frage vergessen. Oder aber, dass du ja, sie wirklich nicht mehr genau erinnerst und dann übersiehst du vielleicht wertvolle Informationen für das, was diese Auslage jetzt für dich bedeutet. Meine Frage ist jetzt ganz konkret: Was kann ich tun, damit ich Ruhe vor Person X habe? Und was ich als nächstes tue, du siehst es schon, ich habe jetzt hier die Karten ausgefächert, mit denen ich arbeiten werde. Ich arbeite heute mit dem einem Klon des Wade Smith Decks. Es heißt das Gilded RWS, Rider-Waite Smith Tarot. Und das nehme ich vor allem, weil hier viele Farben drauf sind. Und das ist etwas, was ich dir gerade heute vermitteln möchte. Also, für das kleine Kreuz brauche ich vier Karten. Ich denke an meine Frage und ziehe diese vier Karten. Du hast diese Frage dann hoffentlich aufgeschrieben für dich und packe die anderen Karten weg. Was jetzt erstmal wichtig ist, ist, ich decke alle Karten sofort auf. Du siehst das manchmal beim Kartenleger, dass eine nach der nächsten aufgedeckt wird und dann etwas gesagt wird. Ich halte das für überhaupt gar keine gute Idee, weil, jetzt muss ich hier mal kurz decken, weil du dadurch A, wertvolle Informationen verlierst, die du nur dadurch herausfindest, dass du alle Karten beisammen hast. Oder aber auch, dass du vielleicht am Ende eine Karte ziehst, die vielleicht ein bisschen anstrengender ist und du dann, nachdem du wundervoll was erzählt hast, auch deinem Gegenüber, dann auf einmal mit einer schwierigen Karte klarkommen musst und da dich dann irgendwie windest. Es ist wirklich immer sinnvoller, alle Karten auf dem Tisch zu haben. Dann hast du Zeit, deine Gedanken zu strukturieren. Das gilt jetzt gerade, wenn du mit jemandem anderen redest, jemand anderen berätst und kannst dann wirklich bessere Aussagen treffen, als wenn du, was sehr schön ist als Show-Effekt, halt jede Karte einzeln drehst. So, das kleine Kreuz, was ich hier gelegt habe, hat folgende Positionen. Die erste Karte hier ist die 8 der Schwerter. Das ist die Position, das ist die Situation. Zweite Position hier ist die 6 der Münzen. Das ist die Position, das soll ich nicht tun. Das ist jetzt nicht wichtig, kann aber später wichtig werden. Die
Karte hier oben, das die dritte Position ist. Das ist zu tun, jetzt. Und das Ergebnis ist diese Karte hier unten, die Sonne. Bube der Stäbe, die Sonne. So, erstmal bin ich beim Umdrehen der Karten sehr erleichtert über das Ergebnis. Das klingt für mich jetzt erstmal gut, gerade in Bezug auf meine Frage, wie bekomme ich, was kann ich tun, um Ruhe vor dieser Person zu haben. Da finde ich die Sonne ein sehr schönes Zeichen. Ansonsten lasse ich jetzt erstmal diese Karte energetisch auf mich wirken. Ich sehe eine Ausgangssituation, die sehr bedrängt ist, sehe dann aber gerade in der Position 3 und Position 4 eine Öffnung, eine, dass es gut aussieht nach draußen. Und auch das macht mich erstmal froh. Also das Erste, was ich immer schaue bei einer Auslage, wie ist die Farbgebung? Öffnet sich da etwas von den Farben her? Schließt sich etwas? Und hier in diesem Falle, ihr habt ja gesehen, ich habe das live gezogen, ne? Ist es wirklich von der Dunkelheit hin zum Licht. Das finde ich schon mal eine sehr schöne Nachricht. Das Zweite, was ich mache, ist, ich schaue nach der Elementeverteilung. Und auch hier, wir haben Schwerter, Stäbe und Münzen. Also drei Elemente sind vorhanden. Die Kelche fehlen. Es geht nicht darum, emotional zu sein, obwohl ich sehr emotional gerade bin. Aber alleine hier sehe ich schon den Rat, nicht emotional sein. Auch nicht so verkopft sein, denn die Schwerterkarte ist eine, die mich jetzt persönlich nicht so anspricht. Es geht darum, mit dem Feuer zu arbeiten. Und auch die Münzen sind im Hintergrund zwar aktiv, aber jetzt im Augenblick nicht wichtig. Dazu fällt mir ein, 6 der Münzen ist eine Karte der Zusammenarbeit, dass es tatsächlich auch um Zusammenarbeit geht bei dieser Thematik. Ja, alleine ohne, dass ich jetzt in irgendeiner Form die Karten selbst interpretiert habe, habe ich hier schon mal ein gutes Gefühl, dass ich diese Situation meistern kann, dass es darum geht, nicht emotional zu sein und nicht in ein Kopfkino mich zu bewegen, sondern Realitäten zu schaffen. Und das ist das, was ich dann auch hoffentlich umsetzen werde. Das nächste, was ich immer bei einer Legung gucke, ist die Verteilung der Numerologie. Und da sehe ich hier, ich starte mit einer 8. Wir haben 10 Zahlen in den Satzkarten. Die 8 ist schon ziemlich am Ende von etwas. Also dieser Zustand ist nicht mehr auf ewig zu werten, würde ich sagen. Wir haben eine 6 bei den Münzen, bei der Nicht-Tun-Karte. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass ich da vielleicht etwas stagniere. Die 6er stehen in der Mitte der Zahlenreihe. Also ich bin noch nicht ganz entschieden, nach vorne zu gehen, wenn ich mich wie die 6 der Münzen verhalte. Und wir haben eine Anfangskarte, den Buben der Stäbe im Tun. Also neue Ansätze finden. Und dann komme ich in die Zahl 19, die Sonne, die sehr, sehr am Ende der großen Arkana steht und die eigentlich verspricht, dass ich hier zu mehr Selbstsicherheit, zu meiner eigenen Sonne finden kann. Und ich glaube, damit hat das ganze Thema auch zu tun, sich selbstsicher zu positionieren. Ansonsten kann es sein, dass du Zahlenwiederholungen hast in einer Legung. Das ist natürlich relevant. Und du kannst auch immer bei den Zahlen an die Trüpfe denken, die damit verbunden sind. Also bei der 8 ist das im Weight Deck die Karte Kraft. Ja, es geht ums Kräftemessen vielleicht hier. Und bei der 6 sind es die Liebenden. Da geht es darum, Kompromisse einzugehen, Herzensentscheidungen zu treffen. Bei den Buben haben wir jetzt kein Vorbild, aber die Buben haben auch immer was mit der Energie des Wagens zu tun. So ein Vorwärtsgehen, sich nicht einschüchtern lassen. Und die 19, ja, das ist ja sowieso eine Karte, die ein Trumpf ist. Die 19 hängt immer zusammen durch ihre Quersumme 1, 9 mit 1 plus 9 ist 10 mit der Karte 10 und 1 plus 0 ist 1 mit der Karte 1. Also auch diese Karten habe ich im Kopf, wenn ich mir diese eigentlich sehr kleine 4-Karten-Legung ansehe. Noch ein wichtiger Hinweis,
Das Element, das fehlt, das habe ich vorhin nur so am Rande erwähnt, ist nicht wichtig gerade. Also wenn ihr nach Finanzen fragt und da kommen keine Münzen, dann sind die Finanzen nicht das Problem, sondern es geht um was anderes. Und je mehr Trümpfe ihr in einer Kartenlegung habt, umso mehr ist dies ein wirklich relevantes Thema, das euch längerfristig beschäftigen wird, während viele kleine Karten eher ein Alltagsthema sind. Und auch hier, es geht eigentlich hier um Pille-Palle, könnte man sagen. Aber letztendlich, darunter liegt ein ganz wichtiges Thema, das mit Selbstwert und Selbstbewusstsein zu tun hat. Gut. Ja, nachdem ich das alles gemacht habe, also erstmal energetisch habe ich mir diese Karten angesehen, dann habe ich mir die Elemente angesehen, dann die Numerologie. Dann kann ich anfangen, die einzelnen Karten auf ihren Positionen zu deuten. Ja, und da habe ich jetzt eigentlich schon eine ganze Menge gesagt. Ich mache das jetzt ganz kurz, damit dieses Video hier nicht so ewig lange wird. Die 8 der Schwerter steht dafür, dass ich eigentlich schon sehr weit gegangen bin, mich aber vor den letzten Konsequenzen scheue und da jetzt wirklich den Mut haben muss, weiter nach vorne zu gehen. Auch auf die Gefahr hin, das sage ich jetzt mal aus der Perspektive meiner Fragestellung, dass ich unbeliebt mich mache, was mir immer sehr schwer fällt. Was ich nicht tun soll, ist auf Kooperation setzen, darauf, dass da eine Zusammenarbeit angedacht war. Die sollte ich jetzt auf keinen Fall in den Vordergrund stellen. Vielleicht kann man zu einem späteren Zeitpunkt darüber nachdenken, aber jetzt gerade überhaupt gar nicht, sondern Bube der Stäbe, wirklich die Sachen bereits schon hinter mir lasse, mich schon innerlich auf was anderes, Neues, eigene Projekte einschwinge, aber auch in den Angriff gehe und nicht so sehr passiv dastehe wie dieses arme Opfer auf der 8 der Schwerter, selbst die Initiative ergreife. Das ist hier für mich die Nachricht. Und wenn ich das tue, dann komme ich in die Sonne, also in das Thema Selbstbewusstsein, mich wohlfühlen, mich abgrenzen. Und zwar nicht durch eine Schwertermauer, wie ich das auf der 8 der Schwerter sehe, sondern durch eine Mauer, die mit Sonnenblumen geschmückt ist, also eine natürliche innerliche Abgrenzung, die mir sicher nicht nur hier gut tun würde. Ganz am Ende zähle ich noch einmal sämtliche Karten zusammen, numerologisch, und errechne die sogenannte Quintessenz. Mein Mann Roy sagt immer, eine Karte hätte auch genügt. Er arbeitet sehr, sehr gerne mit der Quintessenz. Schaut euch auch dazu mal unser Video an, was wir hier noch einstellen werden. Und ja, die 8 und die 6 ergibt die 14, ein Bube zählt nicht, und dann noch die 19 drauf, dann sind wir auf der 24, auf der 33, das ergibt die 6. Die 6 haben wir hier schon einmal in der Position nicht tun, und auch die 8 der Schwerter hat so etwas von einer 6er-Energie, nämlich dich nicht trauen, nach vorne zu gehen. Die 6 sagt immer, folge deinem Herzen, triff die Entscheidung jetzt aus deinem Herzen heraus, nicht so sehr aus deinem Verstand heraus. Es stimmt nicht, dass Tarot-Kartenleger immer nur aus dem Bauch und aus dem Gefühl heraus handeln. Es gibt sehr viele Karten, die sagen, nutze dein Hirn. Aber in diesem Falle ist es wirklich, was will dein Herz? Und da weiß ich sehr genau, was es will. Und ich bin jetzt hier sehr zufrieden mit meiner Legung. Ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick gewonnen in die Art und Weise, wie wir Karten legen. Du kannst ja jederzeit gerne einen Termin bei uns machen und dir auch von uns die Karten legen lassen. Wir sind jetzt auch wieder in Buchhandlungen in Hannover und Hamburg unterwegs. Wir arbeiten telefonisch, wir arbeiten per Skype oder Zoom oder anderen Dingen. Ich habe meine Messenger-Beratung, oder du kannst natürlich auch persönlich zu uns kommen. Und wenn du Kartenlegen lernen möchtest, wir haben ab Oktober wieder einen Tarotkurs am Start. Außerdem bieten wir die Legepraxis an, die einmal monatlich stattfindet, eine offene Gruppe, in der du dein bisher erlerntes Wissen vertiefen kannst. Ich werde alles in den Shownotes verlinken, damit du dir das nochmal genau ansehen kannst, und wünsche dir einfach einen super tollen Tag. Und wann immer du das siehst, eine schöne Zeit, bis wir uns vielleicht mal tatsächlich sehen. Mach's gut.